Und damit zu einer weiteren Folge. Herzlich willkommen bei Borderlands. Wir wollten ja Crazy all die Sachen abgeben. Werden wir gleich wieder von Skeks geärgert. Earls bester Freund, Scrappy, du bist wieder zu Hause. Wer ist ein feiner Junge? Scrappy ist ein feiner Junge. Haben dir die bösen Banditen Angst gemacht? Danke, dass du ihn befreit hast. Er ist ein echter Showskeg. Die Banditen wissen doch nicht mal, wie sie einen kleinen... wie sie seine kleine Scrappy-Scheiße auf den Weg machen sollen. Oder etwa doch? Nein, wissen sie nicht. Hier ist er ja. Ich höre ihn die ganze Zeit. Ich dachte, er wäre da drin. Gut, Scrappy zurückgebracht. Dann Middle of Nowhere. Auch die Quests abgeben. Wie auch immer er es geschafft hat, den Skeg handsam zu machen, beziehungsweise stumm rein, mehr oder weniger. Idee auf Novare. Ködertau. Beeindruckend. Das war besser, als ich zu hoffen wagte. Keine Ahnung, ob wir die Banditen auf diese Weise leichter unter Kontrolle bekommen, aber es macht verdammt nochmal mehr Spaß. Hier ist eine Belohnung für deine wirklich hervorragende Arbeit. Möge Gott meinen Feind Gnade erweisen. Ich tue es nicht. Aussuche. Hey, du hast meine neue Bleibe gesäubert. Danke, Fremder. Endlich kann ich dieser Abfallgrube den Rücken kehren. Und zur Hölle mit den Liberalen in New Haven und der Anführerin. Block. Block. Klingt nach laut. Hatten wir denn jetzt? Die auf jeden Fall nicht. Die hatten wir. Ja. Wir hatten eigentlich ja immer die Schock, aber weniger Schaden. Halten mal die andere noch. Und dann bringen wir der Tennis den weiteren Teil eines Schlüssels. Vermute mal, es gibt 4. Das ist gut, ja? Eine 4. Hey, wir fahren. Laufen zieht sich doch immer gut. Steige ein. Gar nicht bemerkt, dass da oben auch Wrecks sein. Echo. Anstellen. Nee. Ich dachte, wir können uns vorbei mogeln. Ah ja, gut, dann kommen wir hier nicht. Das ist ja doch ein nerviger Weg, immer wieder zu. Ich meine, ich bin ja froh, dass die Dinger nicht mit hochskalieren.
Aber was soll? Was kannst du für mich tun? Ein weiteres Puzzleteil. Du hast mir das dritte Kammerschlüsselfragment gebracht. Das Set ist jetzt fast vollständig. Nicht ohne meinen Claptrap. Sobald der Kammerschlüssel vollständig ist, führt er uns zum Standort der Kammer. Es fehlt noch ein Fragment und meinen Quellen zufolge befindet er sich im Sitz von Baron Flint. Er lebt auf einer riesigen Ausgrabungsmaschine in den Salt Flats. Einen Moment noch. Das Tor zu den Salt Flats wird sich erst öffnen, wenn du den dummen kleinen Claptrap-Pförtner gefunden hast. Meinen Quellen zufolge wird er in Old Haven festgehalten, sodass du ihn dort erst befreien musst. Andernfalls werden wir hier fest. Wir sollten uns widersprechen. Und das ist der Claptrap, der beim letzten Mal da in dem Käfig war, den wir nicht runterlassen konnten. Und so viel kann ich jetzt auch schon mal verraten, weil das kommt ja jetzt. Gleichzeitig ist es auch der, wenn wir ihn freilassen, dass wir den einen Claptrap retten können erst. Dann taucht dieser erst auf. Geh weg! Ach so, mir eine verpassen musst du trotzdem noch. Ja, klar. Komm. Wiggle, 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 wiggle. Auch immer wieder. Also wieder nach Old Haven, wieder die Crimsons. Wechseln wir, bevor wir es vergessen. Ach, wir haben Säure drin. Wir müssen auf jeden Fall jeden mitnehmen, weil die machen doch gut Schaden, wenn sie... Die Punkte mit. Wow.
Ich treib die Trefferquote nach oben. Gut. Ah, geschafft. Wow, du bist nicht tot? Nein. Danke, Fremder. Ich würde ja ein Liedchen zu deinen Ehren zwitschern, aber dann würden die Crimson-Lands mich hören und uns beide töten. Weißt du, sie hassen Musik. In Ordnung, dann sehen wir uns später am Tor nach Salt Flats. Bis dann. Das letzte Fragment. Der kleine Claptrap-Pförtner ist frei. Jetzt kannst du die Salt Flats betreten. Sprich mit dem Claptrap, sobald er am Tor ist. Es ist höchste Zeit, sich um Baron Flint zu kümmern, der einen Hund misshandelt und ein Fragment des Kammerschlüssels gestohlen hat. Hatte ich schon erwähnt, dass er auf einem riesigen Bagger in den Salt Flats lebt? Er nennt sich selbst den Anführer aller Banditen. Ich glaube, du wirst ihn mögen. Viel Glück! Bis zum nächsten Mal! Wenn die Lands anfangen, sich für uns zu interessieren, wird die Sache erheblich gefährlicher. Für dich, nicht für mich. Ich bin hier in Sicherheit und schlürfe Kamillentee. Die kennen die Legende von der Kammer und werden dich kaum so einfach darin spazieren lassen. Ich habe übrigens auch Butterkekse. So, und jetzt hören wir auch den Claptrap. Wollen wir ihn mal retten? Auch hier. Wie beim letzten Mal. Hast du einen weiteren defekten Claptrap-Roboter gefunden? Vielleicht findest du einen benutztes Reparaturkit in der Ja, klar. Umgenäht. So, hoch wieder. Gibt mich doch nicht. Ja, ist ja immer komplett.
Ja, die respawnen. Schon komisch, da denkt man, im Leben kann es gar nicht mehr schlimmer kommen und dann kommt es doch plötzlich schneller, schlimmer. Du solltest wissen, dass ich ausgesprochen deprimiert bin. Da hat man endlich mal Ruhe vor der Schießereien und den Vergewaltigungen. Oh ja, diese Männer sind zum Äußersten entschlossen. Endlich ruht man sich aus und dann kommst du und reparierst mich. Wahrscheinlich erwartest du auch noch eine Belohnung, dass du mich wieder den Qualen meiner jämmerlichen Existenz aussetzt. Sehr nett gesagt. Das ist nicht richtig. Na gut. Zäune. Flint hat früher für mich gearbeitet, aber ich habe ihn wegen Unfähigkeit gefeuert. Er hat mir dann noch ein Fragment gestohlen und meinen Hund getreten. Das vierte und letzte Teilstück des Schlüssels. Das Fragment meine ich, nicht der Hund. Salt Flats. Sollen wir das betreten und gleich ist es ja, ihr habt neue Ionen. Oh, kein Teleportpunkt. Schau bei uns rein. Wir haben die besten Preise für Waffen und Ausrüstung. So, ja, plötzlicher Cut. Was war los? Meine Festplatte war voll. Also, nichts passiert in der Zeit. Ich habe schnell Platz geschaffen, damit es hier weitergehen kann. Ah. Großes Gebiet, sagen. Du bist gekommen, sehr gut. Darauf habe ich mich schon gefreut. Meine Männer sind ungeduldig, aber ich werde das hier auskosten, bis dein Blut den Sand durchtränkt und dein Kadaver nur noch Rackfutter ist. Also, komm her. Okay, sie heißen also Rack. Nennen sie Rack. Nennen sie Rack, sie werden immer Rack heißen, Mann. Da ist der dicke Bagger. Und Claptrap. Aber wir müssen erstmal vier Banditenstreifen ausschalten. Die hier. Eins. Springen, aber das geht ja mit dem Auto nicht. Zwei.
doofe Idee, da noch drin zu bleiben. Ach, da hängt einer. Diese hier rennte mir die Bühne ein. Wie könnte ich euch da abweisen, wenn ihr so hartnäckig um euren Tod bettet? Kommt doch rein, betretet meine bescheidene Unterkunft. Gut, dann werden wir das tun. Das will ich mir nicht zweimal sagen. Aber wir holen uns das Fahrzeug noch darüber. Brauchen wir nicht, weil da haben wir ja eine Fahrzeugstütze. Schöner Schaufelradbagger. Lass mal hier Übersicht finden. Keine Granaten mehr. Oh, wieder einer weniger. Transmog-Granaten war das angenehmer, wenn man sich nebenbei geheilt hatte. Wir haben ein paar Medkits dabei. Ich lasse mal auch nicht hängen, keiner. So, wieder ein Reparaturkit. Der Text ist der gleiche, deswegen gar nicht groß lesen. Nur das Kit, danke, bin wieder weg. Das nehmen wir aber auch noch. Wir verheizen ja jede Menge. Es war schrecklich. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber ich bin zwischen die Fronten geraten. Wenn du dich auf diese Seite des Schlachtfelds wagen willst, brauchst du definitiv die bestmögliche Ausrüstung. Hier, das könnte nützlich für dich sein. Glaube ich auch. Bitte noch ein Upgrade. Macht sie nieder! Da war noch mehr als gedacht. Die werden umgewählt. Oh, das hat weh getan. Wenn die selber mit schon scharfer Munition sagen, mit den Dingswaffen, mit den Elementarwaffen zum einen ballern und gerade die Explosion, dann kriegt dann so zwei Treffer, ja, Schild fängt und dann gibt es jede Menge Schaden. Ja, genau. Come on.
habe. Der Typ hinter mir, den... Wenn ich den jetzt nicht erwischt, er hätte mich locker ausgenockt. Oh ja, Schrot für eine Munition. Machen wir jetzt gleich. Außenrum alle erledigt. Der plötzlich vor mir. Von dem Zeug kann man nie genug haben. Hyper Rifle Munition. Noch mehr? Für Beute ist immer Platz. Nein. Ich wollte doch nur die Waffe aufsammeln. Okay. Tor infiltriert. Ein Gast! Fühl dich ganz wie zu Hause. Meine Männer werden bald bei dir sein. Niemand soll sagen, der große Baron Flint wäre nicht Gast. Ich weiß nicht, was er mir sagen will, aber es funktioniert scheinbar nicht. Schwerer Treffer. Hans! Das ist Hans! Durchgang. Ah!
da jetzt noch mehr? Und einen dickeren? Keiner mehr? Okay. Eieiei. Hans und Franz. Dennis hat gelogen. Baron Flint hatte das Schlüsselfragment nicht. Ein paar Antworten. Tennis hat dich betrogen. Diese Wer war? Crimson Lands werden bald einen unerfreulichen Fund machen und eine bittere Lektion lernen. Oh nein. Nein, nein! Das war nicht vorgesehen. Bleib dran! Tennis hat dich betrogen. Hier spricht Commander Steele von der Atlas Corporation Crimson Lands Starbomb Brigade. Zur Vorbereitung anstehender Operationen der Lands habe ich die Abschaltung des Echo-Netzwerks angeordnet. Er versucht, sich unsere Kontrolle zu entziehen. Wird mit dem Tode bestraft. Stellen Sie mich nicht auf die Probe, sonst schließen wir auch das Handelsnetz. Dies ist die einzige Warnung. Darf ich jetzt die Quest lesen? Dennis hat dich betrogen. Wer weiß, was diese Schlampe dazu veranlasst hat, aber sie ist von ihrer Ausgrabungsstelle geflohen. Es wird Zeit, dass du den Kammerschlüssel zurückholst und ein paar Antworten bekommst. Als erstes musst du herausfinden, wo sie sich versteckt hält. Was ist eigentlich los? Ist Steele wahnsinnig? Die schalten das Ecosystem ab und jetzt kommen Berichte über Gefechte rund um Sanctuary rein. Da herrscht Krieg. Die Siedlung kriegt schwer was ab. Sie senden Hilferufe an jeden und alles. Aber wenn sie Echo abschalten, kann ich nicht... Kann ich nicht dafür gerannt. Das war nicht geplant. Kannst du mich sehen? Ohne das Echo-Netzwerk kann ich dich nicht sehen. Wir sind im Blindflug unterwegs. Unser Zeitfenster schließt sich. Die Kammer kann nur alle 200 Jahre geöffnet werden. Wenn das nicht bald geschieht, sind unsere Chancen dahin. Blindfly unterwegs. Mist, man kann nicht rausspringen. Packen wir uns ein Fahrzeug und hey, der Witzka. Mach sie alle fertig. Schnell die dann da. Ah, hier. Da drüber.
über Drop-Pods. Alles klar. Hier bin ich. Schön ausgestiegen wieder. The Backdoor. Gut. Ja, ich würde sagen, die Folge wird zwar jetzt nicht allzu lang gewesen sein, aber wir suchen dann beim nächsten Mal nach Tennis. Hier hinten. Und mal gespannt, was sie uns sagt. Passiert. Ein Teil kenne ich noch, aber vieles ist wieder in Deswegen vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.